Der Traum vom eigenen Haus. Für manche Menschen nimmt er auf der Häuselbauermesse in Klagenfurt an Gestalt an. Doch was bedeutet es eigentlich, sich zu Hause zu fühlen? Denn ein Haus zu besitzen heißt ja noch lange nicht, dass dem so ist. Diese und andere Fragen stellen wir jetzt auf der Häuselbauermesse in Klagenfurt. Ja. Was bedeutet denn für Sie zu Hause? Zu Hause, wo man sich wohlfühlt, mit den Kindern die Freizeit genießen kann und ja, einfach gemeinsam Zeit verbringen. Das ist eine gute Frage. Zu Hause, was heißt zu Hause? Ja, zu Hause ist da, wo man sich wohlfühlt, nicht? Ganz also einfach. Ist das nicht an einen speziellen Ort gebunden? An und für sich schon. Wir sehen ja, wenn man über 50 ist, dann hat man halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da ist halt der Lebensmittelpunkt, sprich Familie, Haus und so. Und da fühlt man sich, ob es glauben oder nicht, zwangsläufig wohl. Nicht? Wohlige Wärme, Familie, dass die Familie auf der Couch zusammensitzt und sich schön unterhaltet. Zu Hause erleben, Freizeit genießen, ja, einfach alles. Zu Hause bedeutet für mich mein schönstes Heim und mein Erlebnis und meine Burg und mein Schloss. Was braucht es, damit Sie sich wohlfühlen? Ja, für mich, ich bin mit allem zufrieden. Oder mit wenig, sagen wir es so. Ich glaube, das ist für jeden anders. Das kann man nicht so allgemein sagen. Ein schönes Haus. Eine schöne Umgebung. Ruhig muss es sein. Wohlfühlen. Ja, das ist sehr wichtig. Eine angenehme Atmosphäre. Die richtige Gesellschaft. Ja, und vielleicht ein Kuschelecken. Eigentlich ist das Wohlfühlen in der Seele des Menschen. Das nützt das schönste Haus nichts, es nützt der größte Reichtum nichts, wenn man nicht zufrieden ist. Zufriedenheit. Ein anständiges Klima, nicht ein Sauwetter. Eine liebe Frau. Ja. Das ist eigentlich alles. Wie sieht denn Ihr Traumhaus aus? Ich habe unser Traumhaus schon, wir haben unser Traumhaus schon. Und wie sieht das aus? Es ist ein Einfamilienhaus. Im Hang eingebaut, ein Stockhaus. Es passt. Also für mich ist es das Traumhaus. Es gibt natürlich immer noch andere Ziele, aber alles kann man nicht haben. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Ja, wir sind gerade dabei, das zu bauen. Außen ist es schon fertig und jetzt müssen wir schauen, wie es innen weitergeht. Ja, es ist aus Holz, mit Vollholz, Wände und ja, ich glaube, das wird unser Traumhaus werden. Hoffe ich halt. Ja. Ich habe mein Traumhaus schon gebaut. Mein Traumhaus ist eigentlich ein Holzriegelhaus. Sieht aus wie eine Almhütte, kann man sagen. Innen sehr gemütlich mit einer rustikalen Decke, mit einem Kachelofen. Außen mit einem Pool, mit einer Sauna. Ja, ja, nichts Besonderes, nur also ein bisschen ja, normal halt. Zwei Stücke oder ein Stück, Bad, Küche, WC. Das Übliche halt immer. Das habe ich eh schon. Eine alte Hitten. Es gibt ja so ein Sprichwort, Männer müssen in ihrem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und was Ihrer Meinung nach noch? Ja, ein Kind zeugen heißt es. Auch ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Reicht das? Weiß ich nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Ein Sohn zeugen. Ich habe früher gesagt, das ist aber nicht wahr. Besser als zeugen eine Tochter. Wieso denn? Und da haben sie mehr davon. Wenn die Männer alt werden, haben sie mehr davon. Ja, vielleicht Vater sein, oder? Glaube ich. Was meinen Sie? Ein Kind zeugen. Ist das auch Ihre Meinung oder wie würden Sie das auf sich umlegen? Na, wenn es bei mir umlegt, dann heißt das eher dreimal Haus bauen. Wieso denn dreimal? Weil ich schon das dritte gebaut habe. Okay. Aber noch keinen Baum gepflanzt habe und kein Kind gezeugt habe. Muss ich da jetzt was drauf sagen? Alter, enthalte mich jetzt. Ich glaube, belassen wir es bei den Sachen. Ja. Man muss einfach alles können, von Kochen angefangen bis alles hin. Ja, zwei Kinder haben, das ist Pflicht. Wenn wir das auf Frauen umlegen, was müssen die Frauen in ihrem Leben gemacht haben? Die Frauen machen eh immer alles, was man so tun muss im Leben. Da bleibt eh nichts außen vor.
auf Frauen, ja, da gibt es wahrscheinlich einiges mehr, aber... Wieso gibt es denn da dann einiges mehr? Ja, weil man als Frau da wahrscheinlich einiges noch dazu sagen könnte, aber es ist jetzt vielleicht besser nicht, dass ich das jetzt da sage. Das war vielleicht besser unter vier Augen. Okay. Damit man keinen beleidigt. Kein Mensch muss im Leben etwas machen. Glaube ich. Nicht? Weil jeder soll, wenn einer ein bisschen Verantwortung übernimmt, macht er Sachen. Und wenn jeder einen Schritt zurücktritt, dann passt das auch nicht. Was eine Frau machen sollte oder müsste? In der heutigen Zeit glaube ich, dass beide gleich müssen oder sollen. Meine Güte, was müssen Frauen? Müssen gar nichts. Das, was ihnen Spaß macht, sollten sie tun. Das wäre das Richtige. Im Mond treu sein. Ja, die Frau muss eigentlich alles kennen. Mehr als der Mann? Ja, in manchen Situationen schon, ja. Aber gemeinsam ist besser. Ja, einfach den Mann verwöhnen können. Mehr braucht eine Frau eigentlich gar nicht da. Ich glaube, jeder kennt das von Ihnen, an welchem tollen Ort man auch sein mag. Am Ende ist es dann doch zu Hause am schönsten. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann ganz spontan nach Ihrer Meinung fragen.